Auf rechts, das kam mir gerade schon rüber vom Fan, Emre Can, der mal getestet wurde, eigentlich von Liverpool. Die spielen aber, glaube ich, in einer Dreierkette. So direkt kennt er das dann auch wiederum nicht. Muss da noch eine andere Dauerlösung gefunden werden? Oder wie hast du ihn zum Beispiel gesehen? Ja, ich glaube, er hat seine Sache ganz gut gemacht. Ich denke, er sollte viel offensiv spielen. Das hat er zumindest versucht. Ich glaube nicht, dass das seine Lieblingsposition ist. Ich denke schon, dass er mehr im Zentrum spielt, auf der 6. Aber wen brauchen wir da? Ich meine, da müssen wir irgendwas machen. Ich denke, dass Jürgen Löw da immer noch so ein bisschen auf der Suche ist. Er hat es ja auch mit dem Rudi probiert, ja, von Hoffenheim. Er ist da immer noch so ein bisschen auf der Suche und ich glaube, das wird auch bis zur EM wird das so anhalten. Aber das ist doch kurios, ne? Wir haben eigentlich auf jeder Position Weltklasse-Spieler. Ja, sonst wären wir auch nicht Weltmeister. Doppelt besetzt, vielleicht dreifach besetzt. Ja, warum aber nicht vergessen, Position? Einer, der auf beiden Positionen auf den Außenbahnen hätte spielen können. Ein Mann wie Philipp Lahm spielt nicht mehr. Der hat sich verabschiedet von der Nationalmannschaft. Ja, aber es muss ja auch ein Leben nach Lahm geben, so gut wie er war. Aber kannst du festmachen, woran es liegt, dass wir auf den Positionen offensichtlich Bedarf haben, der gerade noch nicht so vielleicht gedeckt wird? Ja, ist schwer. Also, wie Peter auch gesagt hat, wir hatten Philipp Lahm jahrelang auf einer Seite. Er konnte auf beiden Seiten spielen, aber er war halt der beste Außenverteidiger der Welt jahrelang. Und er hat jetzt leider auch aufgehört in der Nationalmannschaft. Aber ich glaube, der Jonas Hector macht seine Sache sehr, sehr gut. Auch in den nächsten Jahren wird er sicherlich mit seiner Einstellung eine gute Karriere noch hinlegen. Auf der rechten Seite, wird sich in den nächsten Jahren auch sicherlich einer herauskristallisieren, wer es genau sein wird. Ansonsten, Torben, ist es, wie Peter gesagt hat, dann werden wir halt auch Europameister mit 4 Innenverteidigern. Wäre dann auch möglich. Kriegen wir hin. Aber lass uns über deinen Ex-Verein sprechen. Du bist nicht weit raus. Das ist ein paar Wochen her. Warum läuft es bei der Borussia jetzt im Hinblick auf das kommende Spiel am Freitag gegen den HSV so... Wie wollen wir das nennen? Wollen wir das mit SCH nennen? Ja. Suboptimal höre ich da. Boah, Mann. Weil Torben weg ist. Oh. Nee, Wir haben schon vielfach darüber diskutiert. Man darf nicht wichtige Säulen, ne? Genau, wir haben Kruse genannt, wir haben Kramer Kruse genannt. Kramer, aber ist das alles? Nicht alles, aber es waren zwei ganz, ganz wichtige Spieler für die Mannschaft. Kramer hat, weiß ich, wie viele Kilometer pro Spiel gemacht. Die Kilometer fehlen jetzt vielleicht auch so ein bisschen schon. Sonst war er für die Mannschaft sehr, sehr wertvoll durch seine Zweikämpfe. Ein Kruse hat sehr, sehr viel in der Offensive getan, viele Tore vorbereitet, viele auch selber gemacht. In den ersten Spielen dann auch ein Stranzl gefehlt, ein Dominguez. Also man kann schon sagen, die komplette Zentrale ist eigentlich weggebrochen. Und natürlich spielt vielleicht auch der Kopf so eine kleine Rolle. Du hast letztes Jahr eine super Saison gespielt. Hast immer am Limit gespielt, bist Dritter geworden, bist in die Champions League eingezogen. Und wenn dann ein Spieler vielleicht mal den einen oder anderen Meter weniger macht, weil er vielleicht denkt, er ist jetzt vielleicht besser, als er eigentlich ist, dann macht sich das schon bemerkbar und dann kann man in der Bundesliga auch keine Punkte holen. Man hat ja irgendwo auch so ein Gefühl bei Götze, den muss man in Schutz nehmen. Deshalb in Schutz nehmen, weil man weiß, dass er, egal wo er herkommt, eben von Dortmund, da habe ich nicht so viele ganz mit zu tun, aber er hat großartige Fähigkeiten. Er ist zum FC Bayern München gewechselt und in Bayern München selber bringt er die Leistung nicht, die er zum Beispiel in der Nationalmannschaft bringt. Aber bei Bayern München spielt als alleinige Spitze, nennen wir es mal so, ein Lewandowski. Die beiden kann man kaum miteinander vergleichen. Und wenn man sie vergleicht, sind es zwei grundlegend andere Spielertypen. Götze spielt bei Bayern München nicht das, was er bei der Nationalmannschaft spielen darf. Und demzufolge hat er bei Bayern München schlechtere Karten. Aber weil auch andere Mitspieler bei Bayern München da sind als in der Nationalmannschaft. Da ist er gesetzt, da ist er der Torschütze, der uns den 4. Stern eingebracht hat und hat von daher ein riesen Standing. Und dass Jogi Löw seine Spieler, die Spieler, schützt bzw. protegiert, ist doch vollkommen normal und vollkommen richtig. Es scheint ja wohl so zu sein, dass Mario Götze mit Pep Guardiola nicht unbedingt so gut auskommt. Das mag sein, so kommt es auf jeden Fall rüber für uns Außenstehende. Mhm. Wenn das der Fall wäre, dass Götze weiß, Guardiola geht,
und irgendein anderer ihm möglicherweise von ihm ausgehen kann, wohlgesonnener sollte kommen, dann wird er bleiben, weil Bayern München sagen wird, wir lassen nicht den nächsten Kracher, den nächsten, die nächste Person Nationalspieler, deutsche Nationalspieler. Aber er kennt ja Klopp schon vom BVB. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist er der, der da kommen könnte. Ist er gut mit auszukommen. Ja. Müssen wir dem einfach, der ist mal noch verdammt jung, noch die Zeit geben, um auch vielleicht mal menschlich zu reifen. Wir achten immer nur auf den Fußballer, aber man darf den Menschen natürlich auch nicht vergessen dabei. Da wirkt Mario Götze natürlich nicht so stabil wie ein Toni Kroos. Hat nicht nur mit seiner Größe zu tun, vielleicht auch so seine gesamte Ausstrahlung. Aber vielleicht ist es genau das, warum Jogi Löw ihn also auch versucht, so positiv zu sprechen. Denn ich glaube ganz im Innern, dass auch Mario Götze diese Position nicht wirklich gerne spielt. Und da kommen dann zwei Sachen. Er kommt als vielleicht Ersatzspieler von Bayern München zur Nationalmannschaft. Er muss dann noch eine Position spielen, ist aber eigentlich im Moment der Bessere, der die Position spielen kann. Und das macht er vielleicht clever, weil er ihn kennt und redet ihn positiv. Ich glaube schon, dass Mario Götze lieber von hinten spielen würde. Er macht es super, keine Frage. Er setzt sich da im Dienst der Mannschaft, weil er die Rückendeckung vom Trainer spürt. Aber ich denke, dass er lieber aus der zweiten Reihe kommt und dann noch stärker sein kann.